Also was wir hier auf der Messe zeigen, ist eigentlich die komplette Prozesskette. Nicht nur das reine Kammsystem, die Generierung von Werkzeugwegen, sondern wir bilden einen kompletten Prozess ab. Das gibt es bestimmte Flügelbedingungen, das nennt sich das Duolock. Und ich möchte dieses Werkzeug jetzt einfach mal virtuell und auch real zusammenbauen. Ich wähle das Werkzeug dann jetzt hier aus und starte dann hier den Zusammenbau. Und mit der nächsten Komponente möchte ich dann das entsprechende Futter oder den Halter dazu auswählen. Und das System bietet mir hier alle Halter an, beispielsweise hier die Schrumpfhalter. Ich möchte aber jetzt dieses ER-Spannzangenfutter haben. Das ist auch von der Firma Heimer, das Ultra-Kurze. Hier wird es jetzt angestellt. Wir wissen also über das Datenmanagement, welche Maschine quasi ansteht oder wo der Auftrag laufen soll. Dann werden entsprechend, also wir wissen dann, welche Spindel es verbaut. Okay. Und entsprechend wird dann natürlich auch dann nur das HSK 63 angezeigt. Wir machen jetzt einen 3D-Scan, 360 Grad. Das Werkzeug wird jetzt vermessen. Und hier oben sieht man jetzt auch, dass die Software wartet auf die Daten, dass sie dann zurückkommen. Wir legen das auf das Lager und dann fragt mich das System, wo soll es denn hin? Und man sieht hinterher schön, wie das Werkzeug in unserem Schrank, Auszug 3, Fach 2, hier sieht man dann das Werkzeug 1:1, wie man es dann wirklich hat. Im Rahmen dieser Prozesskette wird dann der digitale Zwilling aus dem MDM Tool Management in die aktuelle Mastercam-Sitzung überführt. Und man sieht dann 1:1 innerhalb dieser Mastercam-Sitzung das Werkzeug sofort am Cursor hängen und man kann dieses Werkzeug dann sofort in der nächsten Operation verwenden, inklusive aller Technologiedaten, die auch aus dem MDM-Tooling direkt in das Mastercam geschickt werden.